Liebe Freunde der magischen Kunst, mit einem Zauberstab lassen sich bekanntlich Wunder bewirken. Nun, woher kommt dieser Glaube? Es gibt eine Stelle in der Bibel, im Exodus, im zweiten Buch Mose, wo es heißt: Und Gott sprach zu Aaron und Moses, wenn der Pharao von euch ein Wunder verlangt, dann nehmt einen Stab, werft ihn auf die Erde und eine Schlange wird davonkriechen. Nun, die Naturwissenschaftler haben dieses Rätsel inzwischen gelöst. Das kommt einfach daher, manche Schlangen, wenn man bei denen so kurz hinterm Kopf aufs Rückenmark drückt, dann verfallen die in eine Starre. Nicht? Und wenn man sie dann auf die Erde wirft, dann lässt dieser Druck natürlich nach, nicht? Und die Schlange ist wieder lebendig und kriecht davon. Und bei Harry Potter heißt es einmal: Es stimmt ja gar nicht, dass ein Zauberer sich aus den vielen Zauberstäben einen heraussucht, nicht? Sondern es ist genau umgekehrt. Der Zauberstab sucht den Zauberer, der zu ihm passt. Und es gibt natürlich ganz verschiedene Arten von Zauberstäben und ich habe Ihnen heute ein paar mitgebracht. Thank you.
Si mañana tú no estás.